Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS2 im Multiplayer. Tja, der eine oder andere wird es wohl schon erahnt haben. Wir sind hier in Rotterdam. Ja, neuer LKW, neue Beulen quasi. Ja. Tja, ich dachte, es wird mal Zeit, das alte Mädchen, unser alter Volvo, doch ja schon die ein oder andere Generalüberholung jetzt hinter sich. Und da dachte ich, jetzt wird es mal Zeit für einen neuen, ne? Habe ich mir mal so einen schicken MAN V8 gegönnt. Warum auch nicht, ne? Tja, wir wollen mal zusehen, dass wir uns unseren Auflieger dann abholen. Ich habe jetzt aus der Not einfach schnell auf irgendwas gedrückt, damit ich überhaupt hier einen Auftrag kriege. Und habe gerade festgestellt, ich habe mich falsch rum hingestellt. Das heißt, wir müssen hier einmal ganz elegant eben drehen. Oh Gott. Oh Gott, hoffentlich geht das gut hier. Wie alle anderen hier auch. Wie alle anderen Chaoten auch. Was will das Navi denn jetzt von mir? Jetzt sagt er doch so rum. Eben warst du der Meinung, ich soll andersrum fahren. Die gefürchtete Rotterdamer Werkstatt, ne? Hier kann man wirklich nur vom Chaos sprechen. Aber beste Gelegenheit, um sich die erste Beule in unseren neuen LKW dann einzufangen. Ja, ja. Hup du mal. Hupen ist hier so der neue Sport, ne? Genauso, dass alle ihre Rundumleuchten anhaben müssen. Das ist ja auch so Tradition hier im Multiplayer. Man muss einfach seine Rundumleuchten anhaben. Frag mich, warum ich meine noch nicht anhab. Ach so, ja, ja, weil ich sie eigentlich nie anmache, genau, ne? Ich bastel sie mir dran, damit es gut aussieht, aber anmachen, nein. Anmachen tue ich sie dann doch nicht. So, wollen wir mal zusehen, dass wir hier einiger... Oha, das sah schon mal nicht gut aus da vorne. Lasst mich alle in Ruhe. Ich habe euch allen nichts getan. Und wir zucken hier schon wieder nur mit 10 FPS durch die Gegend. Atemberaubend. Du hättest mal blinken können, dann wäre ich schon gefahren, du. Der blinkt wenigstens. Sehr, denn, ich glaube, hier müssen wir gleich mal links rauf und dann... Oh, Kollege, du. Mann. Und dann sehen wir bloß zu, dass wir hier aus Rotterdam wieder abhauen, würde ich mal sagen. Dass wir hier bloß geschmeidig wieder wegkommen. So, Auftrag, wo bist du? Zeig dich, ich will dich. Wir fahren nach Calais. So, hätten wir das auch geklärt, dann machen wir eben schnell. Wir fahren nach Calais. Da hinten hat einmal kurz was gewackelt. Wildes Rennen an die Auflieger. Wer kriegt seinen Auflieger zuerst? Wer darf zuerst weg da? Das ist meiner. Hau ab. Hau ab, das ist mein Auflieger. Du hast dir den falschen gegriffen. So. Hau ab da, ich will meinen Auflieger. Meiner ist da eben so schön durch die Luft gesprungen, nicht deiner. So. So. Ich hab meinen. Ich hab meinen. Oh, da sprang der nächste durch die Gegend. Ich habe meine, jetzt können wir noch mal kurz gucken, was hier denn in Rotterdam so los ist. Also, es ist Samstag, Mittagszeit. Und man soll es nicht glauben, ich habe den Client aufgemacht, wollte connecten. Da stand dann gleich 2300 auf dem Server von 2300. Oha, mit Warteschlange heute arbeiten. Aber, oha, was fliegt da denn durch die Gegend da hinten? Ah ja, da flog einer gefliegt durch die Gegend, 66 Spieler um uns rum. Da schreit danach, dass wir jetzt hier nicht heil wegkommen und schon mal gar nicht nach Calais kommen werden. Aber wir werden es versuchen. Endlich mal wieder mit dem LKW unterwegs, ne? Mit dem schönen neuen MAN. V8. Und nicht mehr mit dem PKW, so. Das sieht auch interessant aus, was der da macht. Aber die FPS-Zahlen gehen gerade nach oben. Das ist auch schon mal schön. So, da kommt keiner. Der kann mir, glaube ich, nichts tun. Hoffe ich, meine ich, denke ich.
Und dann wollen wir mal so ganz vorsichtig hier weg. Wollen wir uns mal vom Acker machen. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir da vorne denn überhaupt gleich irgendwie auf diese Hauptstraße kommen, auf die wir da fahren sollen. Ich lass mich überraschen. Ich lass mich überraschen. Irgendwie kommen wir ja schon raus aus Rotterdam. Ab nach Calais. Oh ja, Dusch. Doch noch einige PKWs hier auch unterwegs, ne? So, wir wollen da vorne denn links rum. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Kann nur in einer Katastrophe enden, weil wir der Einzige, wir sind die Einzigen, die hier links ab wollen. Und da ist ja ordentlich Betrieb auf der Straße, ne? Rechts geht's zum Europort. So, da kommt einer. Ja, ja, ich hab dich gesehen. So, ich würde sagen, lass mich mal durch. Danke. Ich versuche es jetzt. 1, 2, 3 Augen zu und durch. 1, 2, 3 Augen zu und durch. Oh Gott. Und das leckt hier gerade. Geschafft, ne? Wir sind auf der Hauptstraße. Und sobald wir so ein bisschen raus sind aus Rotterdam, werden die FPS-Zahlen wohl hoffentlich auch wieder nach oben gehen. Und dann, nix mehr lecky-lecky hier, sondern mehr, funktioniert dann wieder. Ei, wenn so viele Spieler mit ihren Tara-Hupen und ja, Rundumleuchten hier aktiv sind, dann knickt der Server dann da doch mal gerne ein, ne? Und dann ja, ist nichts mit flüssig spielen hier, aber gleich sind wir ja hoffentlich aus Rotterdam dann erstmal raus, dann wird es wohl hoffentlich besser werden. Von hinten kommt einer angeschossen. Lass mich leben, ich tu dir nichts. Scheint mich gehört zu haben. Tu mir nichts, ich tu dir auch erstmal nichts. So, so langsam wird besser. Jetzt ist richtig gut. Schön, ne? Wenn es dann auf einmal flüssig wird, spontan. Puh. EU-Server 2, ne? Gegen Mittagszeit wirklich volle Hütte. Man soll es nicht glauben. Alle da auf dem Samstag. Tja, sonst war ich immer gerne auf dem Sonntagmittag hier erst auf dem Multiplayer. Aber heute war mir irgendwie, ich weiß auch nicht, so, ne? Der MAN stand da schon so. Dachte, yo. Multiplayer. Dachte, naja, vielleicht sind 1000 drauf, ne? Nein. Volle Hütte hier. Aber, ne? Muss ich den Titel des Videos nochmal überdenken. Nix hier, neue LKW, neue Beulen. Wir sind ja gut rausgekommen, ne? Wobei, ich muss sagen, wir sind hier noch nicht da. Wir sind hier noch nicht da. Aber Rotterdam nach wie vor eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, warum das da so gut besucht ist. Ist halt der Szene-Treff schlechthin, ne? Der Szene-Treff schlechthin ist halt Rotterdam. Sehen und gesehen werden. Das ist da das Motto. Ja, und Hauptsache, man hat seine Rundumleuchten immer an. Das ist noch viel, viel wichtiger als alles andere in Rotterdam. Schleicht sich doch schon wieder einer von hinten an. Das kribbelt doch schon wieder im Nacken. Da ist doch einer im Spiegel zu sehen. So. Aber der hat ein sittsames Tempo drauf, also wird er wohl uns nichts tun wollen. Wird er uns wohl keine Beule in unseren schönen neuen MAN machen. Der Volvo steht jetzt schön in der Garage, ne? Falls das alte Mädchen noch mal ein bisschen bewegt werden möchte, dann hole ich sie noch mal wieder raus.
Kollege bleibt aber auf deiner Seite, der Fahrer, ne? Geh weg. Halt den Kurs. Soll ich auch mal meine Rundumleuchten anmachen? Guck mal. Dann wackelt es bei dir auch so schön, das Bild, ne? Mach ich meine Rundumleuchten auch an, hast du auch was davon. Das. Ja. Was soll ich sagen? Für einen Moment konnte ich ihn, während ich versucht habe, den LKW zu halten, wenigstens sehen, dass er selber schön in die Leitplanke gerasselt ist. Meine Güte, die Fahrbahn war doch nun wirklich breit genug für uns beide. Wahrscheinlich haben die meine Rundumleuchten so irritiert. Das hat ihn fertig gemacht. Die Rundumleuchten haben ihn fertig gemacht. Und irgendwie fuhr da auch eben schon wieder ein PKW mit dem Trailer. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ne, kommt der nächste PKW, ne? Oha. Ja, Überholmanöver für einige immer so eine Sache. Dabei ist es doch eigentlich gar nicht so schwer. Man fährt auf die andere Spur, hält sie kurz und wenn man einmal vorbei ist, dann darf man wieder auf die andere Spur. Theoretisch eine ganz leichte Sache. Wenn man es dann kann. Wenn man es dann kann, ne? Jetzt haben wir jetzt erstmal schöne, ruhige Landstraße hier. Kein Wettrennen auf der Autobahn. Keiner, der uns irgendwie hier in die Seite gachelt. Apropos, mal gucken hier. Alles heil geblieben. Glück gehabt, alles heil geblieben. Nichts kaputt gegangen. Gott sei Dank. Mach der Schrank auf. Mach der Schranke doch auf. Passt. Immer diese Züge hier. Ist das hier ein Eisenbahnsimulator? Nein. PKW da vorne fuhr und so langsam war, der hatte bestimmt auch eine gehäkelte Klorolle hinten auf der Ablage. Deswegen fuhr er so langsam. Böses Vorurteil. Böses Vorurteil. Schön mit 70, ne? Das ist so langsam irgendwie. So, Schreit quasi so danach, dass wir ein rollendes Verkehrshindernis sind hier. Das haben die anderen bestimmt wieder nicht so gerne, ne? Ein voller Server. Meine Güte, das habe ich auch schon lange nicht mehr so erlebt. Gut, als die PKWs mit dazugekommen sind, da kann man auch erstmal nicht auf dem Server drauf, aber normalerweise ist es ja mehr so abends, dass da alle drauf sind. Und heute ist wirklich... Muss wohl wieder was Besonderes sein, ne? Oder die haben alle nicht mit mir gerechnet. Hat sie gesagt, oh, der spielt aber ja Sonntags-Multiplayer, heute können wir ja Halligalli machen. Der sieht uns nicht. Ja, Freunde. Ich sehe euch immer. Big Brother is watching you. Ja, und zur Sicherheit, ihr bemerkt da unten rechts, ne, ich habe einen Kompass hier in den MAN eingebaut. Falls das Navi mal wieder nicht so will, wie ich will, fahren wir schön nach Kompass. Gruppe. Merken, in welche Himmelsrichtung wir fahren müssen und dann
mit dem Kompass Richtung Ziel. Cleverer Plan, ne? Ein cleverer Plan. Oh, ist schon wieder merkwürdig ruhig hier, ne? Ganz alleine hier. Keiner will von Rotterdam nach Calais. Merkwürdig. Puh. War aber auch schon wieder ein Treiben in Rotterdam, meine Herren. Was wollen die Leute da immer nur? Dabei kann man hier so schön an der Küste längs fahren. In aller Ruhe. Solange hier keine Irren fahren. Hier kann man hier schön geschmeidig seine Runden ziehen. Kann man Schiffe gucken hier. Ja, alles wunderbar. Es kommt was von vorne. Oh ja. Hauptsache, der Pkw hat die Runde umleuchten an. Alle auf dem Weg nach Rotterdam. Alle zur Werkstatt Tuning treffen. Ja. Oh, wir dürfen hier sogar 80 jetzt. Na ja, wollen wir doch mal so langsam den MAN auf Touren bringen. So, ne, das muss aber auch reichen. Nicht, dass es zu schnell wird. Bloß nicht zu schnell fahren. Ah, gemütlich durch die Nacht. Ta 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 ta. Der war auch nicht so am Rasen, ne? Gibt doch wirklich noch den einen oder anderen hier, der das sehr ernst nimmt. Nicht so wie der, der auf der Autobahn versucht hat, uns irgendwie beiseite zu schubsen. Schade, ich habe gar nicht so die Zeit, mir seine Fahrmanöver da so anzugucken, weil ich mir damit beschäftigt war, dass der LKW nicht umkippt. Aber ich werde mir das im Video dann auch nachher nochmal angucken und ich hoffe, er ist denn wenigstens irgendwo selber gegen so eine Leitplanke genagelt. Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Strafe muss ja bekanntlich sein. Schön. Oh, von hinten kommt auch einer angeschlichen. Den habe ich ja gar nicht bemerkt. Wo kommt der denn auf einmal her? Hier ist schon wieder deutlich mehr los auf einmal. Das flimmert doch hier schon wieder. Hier hat doch schon wieder einer seine Rundumleuchten an. Mal die Rundumleuchten-Lizenz bitte vorzeigen. Dürfen Sie die überhaupt anhaben?
bin der Rundumleuchtenbeauftragte. Ich fühle mich schon wieder so verfolgt. Ah, Calais. Ah, wir sind gleich da. Na, der hat's doch bestimmt eilig, ne? Der setzt doch bestimmt noch zum Überholen an hier. So, Kreisverkehr und dann sind wir doch da. Also fast. Natürlich eine Geschwindigkeitsübertretung. Weiß auch sonst. Natürlich. Oh, da sind sie schon wieder alle, ne? Da sind sie schon wieder alle. Mahlzeit. Eieiei. Lungen hier schon wieder alle rum und ja, ne? Den ersten Verrückten braucht man auch gar nicht so lange suchen. ja. Das ist immer wieder ein Erlebnis, der Multiplayer. Fahren wir nicht hinten rein. Bremsen. Sehr gut. Jetzt wäre ich ausgestiegen, du. Dann wäre ich ausgestiegen. Und dann hätte es aber. Aber links und rechts mit dem Wattebäuschen gegeben. So, weiter geht. Auf zur nächsten roten Ampel. Kollegen immer noch im Schlepptau, ne? Ne, jetzt biegt er ab. Gott sei Dank. Ich hatte schon Verfolgungswahn wieder. War schon wieder so weit. Der fast da. Und lebend aus Rotterdam rausgekommen. Das darf man nicht vergessen, ne? Und noch keine Beule. Aber dies war dicht davor. Dicht davor war's. Dicht davor, dass der MAN gleich sich eine Beule gefangen hätte hier eben. Das wäre es gewesen. So, jetzt hier noch einmal schnell und elegant rein. Ab in die Safe Zone. Oha, was hier los? Jungs, habt ihr was vor? Das ist ja wie, ne? Du kommst auf dem Schulhof und da stehen sie dann schon und warten auf dich. Klassenkloppe. Klassenkloppe hier. Sehr tun und dann wollen wir noch elegant noch eben hier, ne? Wollen wir? Ja, wir wollen noch mal eben elegant einparken, würde ich sagen, ne? So. Ja. Und grün. Dankeschön. So, mit dieser Bombensensation, dass wir lebend aus Rotterdam rausgekommen sind und tja, unser MAN doch noch irgendwie keine Beule eingefangen hat. Kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Ach, macht was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Tschüss.